Servus Freunde, was geht und damit willkommen zur nächsten Folge von der Formel 1 22 Karriere. Heute noch ein bisschen wärmer geworden hier in meinem Zimmer, mittlerweile fast 31 Grad, aber heute zocken wir wie immer weiter. Jeden Tag will ich die Folgen auf jeden Fall gerne raushauen oder mindestens mal 5, 6 Mal die Woche und heute geht es eben weiter in der USA. 14 Runden, das dürfte passen mit der Renndistanz. In der letzten Folge Jan Suzuka unterwegs gewesen und dort überragend Platz 5 am Ende geworden. Richtig starkes Rennen gewesen, auch Sebastian Vettel sehr stark auf Platz 9, war gerade mal 2,4 Sekunden hinter mir. Der Schwierigkeitsgrad war eigentlich, glaube ich, trotzdem ganz gut, auch wenn wir sehr weit vorne gelandet sind. Wir haben erstmal Leclerc überholt, Vettel, beide Alpine und dann noch Lewis Hamilton gegen Ende. Und das war schon sehr, sehr heftig, also ganz ehrlich. Diese Performance bin ich sehr zufrieden gewesen. Am Ende waren es gerade mal 5 Sekunden hinter dem Sieger Carlos Sainz. Der hatte aber, glaube ich, ein paar Probleme mit seinem Auto, weil der war auf jeden Fall richtig langsam unterwegs. Sogar Lando Norris war eben sehr weit vorne auf Platz 4. Heute, wie gesagt, USA. Nur noch 4 Rennen in der Saison und dann geht es endlich los mit Saison Nummer 2. Ich freue mich echt schon mega auf ein hoffentlich neues Team. Also das könnte schon sehr, sehr geil werden. Ansonsten würde ich sagen, gehe ich auf jeden Fall mal rein hier direkt ins erste Training. Dürfte alles passen. Entwicklungen sehen wir auch nochmal hier. Ein paar Updates gesaved. Und ja, es soll in Qualifying anscheinend regnen. Also wird, glaube ich, nicht ganz so geil. Mal schauen. Und damit legen wir los. Den Schwierigkeitsgrad im Training stelle ich mal wieder hoch auf 85. Ja, heute im Training fahre ich mal das erste Mal, glaube ich, hier das ERS-Management beim Formel 1 22. Spiel. Mal schauen, wie das so laufen wird. War, glaube ich, eigentlich immer ein ganz cooles Trainingsprogramm. Bei diesem Programm muss man eben auf zwei Dinge achten. Zum einen darf man nicht ganz so viel ERS verwenden und zum anderen muss man natürlich auch die Zielzeit schaffen. Das ist auch immer eine spezielle Herausforderung. Was mir aber aufgefallen ist in der USA, die Strecke, diese Auslaufzonen sind, glaube ich, jetzt ganz grau. Also irgendwie haben die da, glaube ich, ein bisschen was verändert bei der Strecke. Vor allem im ersten Sektor sah schon ganz anders aus, muss ich sagen. Ich fand das Design der alten Auslaufzonen aber schon schöner, weil mittlerweile jetzt ganz in grau sieht das doch ein bisschen langweilig aus. Am Ende wird es ganz knapp und wir haben es nicht geschafft. Ey, Mann. Wegen ein paar tausendstel Sekunden. Zweiter Versuch sieht besser aus. Wir haben es geschafft, den lila Bereich. Und auch eben damit das Optimale. Sehr schön. Das Rennstrategieprogramm scheint auch relativ einfach zu sein. Gerade 18. Vorsprung gegenüber der Zielzeit. Damit die Rennstrategie auch locker abgeschlossen, Freunde. Und wir machen jetzt eben weiter mit dem Qualifying. Es gab sehr viele Punkte im Training. Insgesamt fast 900 oder so. Und auch ganz wichtig, Freunde, immer viel trinken bei diesem Wetter. Ich trinke mittlerweile locker 3 Liter oder so oder noch mehr am Tag wahrscheinlich. Vor allem, da ich sowieso Sport mache, muss man ja sowieso immer noch mehr trinken. Also am liebsten würde ich auch die Folge hier ohne T-Shirt aufnehmen, weil ich zocke wirklich eigentlich mittlerweile, wenn überhaupt, dann immer ohne T-Shirt aktuell bei diesem verrückten Wetter. Jetzt in Qualifying, es soll aber in 10 Minuten schon wieder der Regen aufhören. Ich zeige euch das mal und zwar nur noch 43%. Das heißt, ich fahre einfach sowieso erst am Ende von Q1 raus. Es lohnt sich jetzt überhaupt nicht auf Intermediates, weil die Strecke sowieso wieder abtrocknet. Wird. Die Strecke trocknet gerade auf jeden Fall ab. Das kann man hier mal nachschauen, wenn man kurz die Reifen switcht. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon trocken genug wäre für die Soft gegen Ende der Session. Ist halt auch immer so ein bisschen Risiko mit dabei. Ich glaube, die Softs sind schon eher die bessere Wahl. Ich hoffe, das Timing passt, aber sieht gut aus, weil die anderen Gegner sind auch alle hier auf Soft gewechselt. Wir sind eben jetzt, glaube ich, fast perfekt über der Linie. Knapp 20 Sekunden. Ich frage mich gerade, ob die ganzen Gegner hinter uns noch über die Linie fahren müssen oder gerade auf der schnellen Runde sind. Wenn die gerade auf der schnellen Runde sind, dann könnten die keine neue Runde machen und wir haben damit das perfekte Wetter eigentlich. Genau, Vettel fährt die schnellste Runde. Wir fahren aber erst jetzt los mit unserer Runde. Ganz perfektes Timing, 10 Sekunden vor Schluss. Ich muss aber trotzdem natürlich aufpassen, auch wenn wir jetzt die besten Chancen wahrscheinlich haben werden, außer die Gegner fahren halt nochmal wie Vettel, Albon. Ich denke aber, wir haben echt sehr, sehr gute Chancen, weil wir quasi einer der letzten sind, die auf der trockenen Strecke jetzt fahren. Die anderen hatten halt noch ein bisschen mehr Wasser auf der Strecke als wir. Genau, erster Sektor erstmal Purple, ganz entspannt. Ich glaube, Vettel fährt sogar auch nochmal. Oh, wenn Carlos Sainz ausscheidet, das wäre schon belastend. Der ist aktuell 17. Nein, das Getriebe ist schon bei 71%. Stimmt, das müsste ich eigentlich austauschen. Aber ich will keine Strafplätze eigentlich bekommen. Ja, zweiter Sektor auch Purple. Also wir schaffen auf jeden Fall eine sehr schnelle Runde. Natürlich kein volles Risiko eingehen, weil wir werden es wahrscheinlich sowieso locker weiter schaffen hier in dieser Session. Ja, Vettel fährt doch in die Boxengasse, komischerweise. An seiner Stelle wäre ich nochmal durchgezogen. Aber egal, wir nehmen damit auf jeden Fall, glaube ich, Platz 1 am Ende ein. Von Q1, jawohl. Und damit sind wir ganz oben. Das erste Mal in Qualifying, dass wir irgendwo mal auf Platz 1 stehen. Und damit auf jeden Fall weiter in Q2. Hier das Ende der Session. Vettel hat es auch geschafft. Sehr schön. Und da merkt man, die Rundenzeiten bei uns waren echt deutlich schneller nochmal. Über 2,6 Sekunden vor Max Verstappen. Da merkt man einfach, wie stark die Strecke nochmal abgetrocknet ist. Ausgeschieden Hamilton, Bottas, Carlos Sainz und beide Haas. Okay, das ist schon eine dicke Überraschung. Vor allem für Hamilton sehr ärgerlich, weil der ist ja eigentlich bei der WM mittlerweile wieder ganz gut mit dabei im WM-Kampf. Jetzt in Q2 unterwegs. Die Strecke mittlerweile komplett wieder
wieder abgetrocknet, also keine Spur mehr vom Regen. Das finde ich auf jeden Fall deutlich angenehmer zu fahren. Und mal schauen, ob wir am Ende überhaupt in Q3 kommen. Wäre natürlich ganz nice. Bisher muss ich sagen, war die Runde schon ganz solide, aber geht auf jeden Fall natürlich noch besser. Vor allem im ersten Sektor war ich da doch ein bisschen holprig teilweise. Ich hoffe, wir schlagen Alex Albon, das wäre schon wichtig, aber deutlich, alles klar. 2 Sekunden vor Albon, der war wahrscheinlich schon langsam bisher unterwegs nur. Stand jetzt relativ solide, 6 Zehntel vor Sebastian Vettel. Jetzt bin ich am Ende der Session nochmal rausgefahren, mal schauen, wie es hier in der zweiten Runde laufen wird. Ich hoffe, dass wir es wirklich mal wieder in Q3 schaffen, das wäre schon richtig stark. Das Mittelfeld ja sowieso extrem eng zusammen, die ganzen Teams. Alleine in der ersten Kurve schon mal 2 Zehntel gut gemacht, okay, sehr nice. Junge, Ricardo, fahr halt komplett den Weg, du Vollidiot, ey. Was soll die Scheiße? Der hat mich locker eine halbe Sekunde jetzt gekostet, Mann. Wir waren so schnell. Ich war schon alleine im ersten Sektor 3 Zehntel schneller. Jetzt habe ich halt hier ein bisschen abgekürzt, um die Zeit wieder rauszuholen. Ganz ehrlich, was soll das denn? Ricardo ist fertig mit seiner Runde und fährt einfach mitten im Weg auf der Ideallinie wie so ein Vollidiot. Alter, aktuell Vettel wieder vor uns. Also das wird, glaube ich, ganz eng. Es sieht aber, glaube ich, gut aus. Ich weiß nicht, wer noch aktuell schnell fährt. Vettel ist gerade mal einen Platz vor uns, stand jetzt. Also sieht auch auf jeden Fall schon mal solide aus. Die letzte Kurve. Und damit müssen wir es hoffentlich geschafft haben in Q3 am Ende nochmal auf Platz 7. Sehr stark. Ich hoffe, das reicht. Aber ich gehe mal davon aus, jawohl, wir haben es geschafft. Damit auf Platz 7 in Q3. Sehr starke Leistung, muss ich sagen, hier in Qualifying. Okay, warum steht da vorne ein Auto? Hauptsache, wir haben es beide, glaube ich, weitergeschafft. Genau, Vettel auf P9, wir auf Platz 7. Und am Ende die Abstände extrem gering. Schaut euch das mal an zu Pole. Beziehungsweise auf Platz 1. Komischerweise Norris auf Platz 1. Gerade mal 4 Zehntel. Wir knapp 0,16 Sekunden vor Vettel. Also der Schwierigkeitsgrad passt eigentlich hier in Qualifying. Und jetzt am Ende der Runde war, glaube ich, ganz okay. Auf Platz 7 stand jetzt, aber da geht auf jeden Fall noch einiges. Boah, Sebastian Vettel aktuell auf Platz 4, 7 Zehntel vor uns. Alter, also wirklich krank, was Vettel da wieder raushaut in Qualifying. Im Aston Martin 4. Gerade mal 8 Zehntel hinter der Pole, hinter Verstappen. Also das ist schon unglaublich stark, was Vettel gerade hier abliefert. Bei uns ist, glaube ich, noch Platz 6 von Gasly drin. Okay, jetzt nochmal ganz am Ende von Qualifying mit dem letzten frischen Reifen. Mal schauen, was er am Ende bringt. Ich hoffe, wir schaffen Platz 6, wird aber, glaube ich, relativ schwierig. Okay, alleine nach der ersten Kurve schon mal knapp 1 Zehntel, sehr schön. Ja, der erste Sektor war schon mal deutlich besser, fast 4 Zehntel hier schneller. Sehr schön. Jetzt hier alleine 1/2 Sekunde schon rausgeholt. Also die Runde könnte, glaube ich, doch sehr stark werden. Jetzt schon 7 Zehntel schneller. Ich glaube, die Runde wird richtig schnell am Ende. Hier ein bisschen neben der Strecke. Sieht auch noch gut aus. Letzte Kurve. Und am Ende fast 8 Zehntel rausgeholt. Damit sind wir auf Platz 4. Ach du Scheiße. Was ein Qualifying hier, Freunde. Platz 4 im Aston Martin. Also ich weiß nicht, woher das kommt, weil sogar Sebastian Vettel ist, glaube ich, 5. geworden. Es liegt nicht am zu leichten Schwierigkeitsgrad, um Gottes Willen, weil selbst Vettel ist so weit vorne. Also da kann ich auch nichts dagegen machen. Also wir am Ende auf Platz 4 und 5 mit Aston Martin. Wow. Unfassbar. Also ich habe echt keine Ahnung, was hier abgeht. Hier die Rundenzeiten. 7 Zehntel hinter der Pole. Ansonsten nur
knapp eine Zehntel vor Vettel. Also der Schwierigkeitsgrad ist eigentlich gut, weil wir sind gleich schnell wie der Teamkollege fast. Wer sich da jetzt beschwert, dass es zu einfach wäre. Also echt krass, keine Ahnung, wieso wir so schnell sind. Wir sind vor Perez, vor Russell. Klar, Hamilton und Sainz sind nicht mehr dabei, aber trotzdem krank, dass wir es alleine im Aston Martin so weit nach vorne geschafft haben. Nicht nur wir, sondern auch Vettel. Und das ist halt das Krasse dabei, auf Platz 4 und 5. Ja, Getriebe kann man leider jetzt nicht mehr austauschen. Das werde ich aber, glaube ich, nächstes Rennen auf jeden Fall machen. Ich begrüße Sie erneut zum großen Preis der USA hier im wunderbaren Austin. Hier erfreute Kimi Räikkönen 2018 die Welt, als er nach sage und schreibe 114 Rennen zum ersten Mal endlich wieder ganz oben auf dem Treppchen stand. Es gibt eigentlich immer einen Rekord, der gebrochen werden kann. Also gucken wir mal, was heute passiert. Das heutige Rennen findet in Travis County, Texas, auf dem wundervollen Circuit of the Americas mit seinen 20 Kurven statt. Wir werden heute Zeugen von Höchstgeschwindigkeiten um die 320 Stundenkilometern werden. Und es gibt hier zahlreiche Überholmöglichkeiten. Besonders in den zwei DRS-Zonen vor Kurve 1 und später auf der langen Gegengeraden vor Kurve 12. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Im Rest der Startaufstellung haben wir Norris, Andreas, Sebastian Vettel und Russell. Nach dem besten Qualifying bisher in dieser Karriere für Aston Martin mit Platz 4 und 5 legen wir jetzt auf jeden Fall mit dem Rennen hier los. Also wirklich eine unglaubliche Qualifying-Leistung gewesen, Aston Martin so stark. Wir starten mit den Soft, danach wechseln wir eben auf die gelben Reifen. Ganz komisch aber, dass wir irgendwie abgenutzte Reifen am Start haben oder was. Also Reifenlebensdauer ist nicht mehr bei 100%. Warte mal, ist das gerade ein Bug? Es sieht so aus, als wären die Reifen nicht bei 100%, aber das kann ja gar nicht sein. Das ist irgendwie gerade merkwürdig, weil der Reifensatz Soft ganz am Ende wäre bei 100%. Ich will aber nicht mit den angefahrenen Reifen starten. Naja, keine Ahnung, wird glaube ich schon passen, dass wir hier hoffentlich mit den frischen Reifen und nicht mit angefahrenen starten. Das wäre ja mega dämlich. Naja, damit geht es aber los. Ja, der Start nicht der allerbeste gewesen. Russell kommt vorbei, Vettel kommt vorbei. Aber jetzt haben wir die Innenseite hier immerhin. Okay, das war extrem übertrieben reingebremst. Wir haben, glaube ich, keinen Schaden. Also das war halt echt überhaupt nicht geplant. Wir haben hier den Ferrari berührt, sind dafür aber wieder ein neues vorbeigezogen. Am Anfang echt schlecht weggekommen, danach zum Glück doch einige Plätze gut gemacht und stand. Jetzt sind wir auf Platz 3. Alter, das ist ja unglaublich. Klar, wir werden natürlich nicht mithalten können mit Leclerc und Verstappen, aber trotzdem alleine auf Platz 3, das ist schon unglaublich krank. Hinter uns Norris und Vettel. Boah, Digga, wie schnell ist denn Lando Norris hier? Das kann doch nicht sein im Windschatten. Oh, Sainz ist ausgeschieden. Was ist das denn? Und Virtual Safety Cars draußen. Alles klar. Das ging gerade schnell. Also der erste Ausfall hier, Carlos Sainz, war sowieso ganz weit hinten. Ey, was macht der denn? Oh mein Gott. Der bremst hier rein und fährt einfach in Hamilton hinten rein. Alles klar. Komplett idiotische Aktion. Da vorne der Red Bull von Perez jetzt auch mit Schaden. Also keine Ahnung, was sich Sainz dabei gedacht hat, aber der fährt einfach wie der letzte Idiot einfach in Hamilton rein. Virtual Safety Car jetzt dafür aber auch entspannt, weil jetzt kann Norris quasi nicht vorbeiziehen. Also wäre nur ich alleine so weit nach vorne auf Platz 4 im Qualifying gewesen, dann hätte ich auf jeden Fall die Schwierigkeit umstellen müssen. Ich habe es aber erstmal so gelassen, weil ja Vettel auch so schnell war wie wir. Okay, Virtual Safety Car war anscheinend ganz kurz, ist schon gleich wieder zu Ende. Ich habe ja sowieso gedacht, dass die Strecke eher für unser Auto am besten passen könnte, weil wir nach wie vor den besten Motor haben. Und das merkt man auf jeden Fall auch. Das Gute, durch das VSC wird das DRS erst eben später eingeschaltet. Das heißt, Norris hat erstmal keine Chancen, uns zu überholen. Ey, unsere Reifen mittlerweile, glaube ich, echt schon sehr, sehr kaputt, muss ich sagen. Ich habe auch leider vergessen nachzuschauen, ob die abgenutzt waren am Start oder eben nicht. Aber die sind jetzt schon bei 34%. Die Reifen gehen hier schon richtig schnell kaputt, muss ich sagen. Komischerweise immer noch kein DRS freigegeben und das ist auf jeden Fall besser für uns, weil ich damit weiter vorne fahren kann. Oder zumindest mal die Position erstmal von Norris behalten darf. Ich denke, sonst wäre der bestimmt der schnellere Wagen. Auch Vettel hinter uns, gerade mal eine Sekunde. An Norris Stelle hätte ich jetzt schon einen Undercut-Versuch gegen uns, weil ich glaube, der hätte schon sehr gute Chancen. Wir fahren aber jetzt in Runde 5 auf jeden Fall in die Boxengasse. Ich weiß gar nicht, DRS ist irgendwie immer noch nicht freigegeben worden oder was. Und wenn es so weitergeht, wird das erste Podium immer realistischer. Und das wäre halt richtig krass. So aus dem Nichts, nach dem krassen Qualifying, klar Platz 4. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir uns doch so gut halten können. Wir haben natürlich auch Glück, dass eben solche Fahrer wie Hamilton und Sainz ganz weit hinten waren, genauso wie Perez. Der hatte eben auch sogar Strafplätze und ist eben ganz weit hinten gestartet. Und dadurch fallen eben schon drei Podiums
Podiumskandidaten weg. Das heißt, es gibt quasi nur noch Verstappen und Leclerc ganz vorne. Russell, der ja sowieso eher langsam im Spiel ist im Vergleich zum Real Life, kann dann eben auch nicht die Podien mitnehmen. Also jetzt der Boxenstopp von uns. Das Timing dürfte auf jeden Fall passen, weil die Reifen von uns sind echt schon sehr, sehr kaputt, komischerweise. Okay, Charles Leclerc fährt auch rein, hinter uns ansonsten Ocon. Also ich hoffe nicht, dass Norris irgendwie mit dem Overcut vorbeizieht. Das wäre schon sehr belastend. Ey, wir mussten wieder mal ein bisschen warten auf den Williams. Jedes Mal diese blöden Williams, auf die wir warten müssen. Ich hoffe, unser Getriebe macht jetzt keine Probleme, weil das wäre echt scheiße. Das Ding ist, das ist halt schon bei über 70% und das kann halt schon gerne mal passieren. Boah, erstmal mit den kalten Reifen. Ich finde es aber echt erstaunlich, dass nicht nur wir so gut sind, sondern eben auch der Teamkollege Sebastian Vettel. Klar, ich hätte natürlich wieder die KI hochstellen können, dann wären wir halt langsamer als Vettel zum Beispiel gewesen. Digga, ich höre irgendwie gerade was ganz Komisches. Wartet mal. Nein, bitte nicht. Das Getriebe hat gerade so geknackt. Ich weiß nicht, ob das ein Soundfehler war oder ob unser Getriebe wirklich gerade kaputt geht. Kann nicht dem Spiel sein Ernst sein? Nein. Aber das hört sich gerade gar nicht gesund an. Ja, Freunde, ich glaube, das war's vielleicht. Wir sind auf jeden Fall locker vor Norris. Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte echt gedacht, der kommt wahrscheinlich sogar vorbei mit dem Overcut. Okay, ich glaube, jetzt geht's doch wieder. Anscheinend war das doch nicht das Getriebe, sondern irgendwie ein Bug vom Sound hoffentlich. Ach, was ist das denn jetzt? Ocon ist an Vettel vorbeigezogen sogar. Das kann nicht sein. Aber das Getriebe bei 79%. Das Getriebe klingt wieder so komisch. Also war anscheinend doch kein Bug vom Spiel. Fährt sich halt noch alles normal. Ich hoffe, dass wir das auch bis zum Ende durchhalten. Ansonsten, die Pace ist gerade richtig schnell auf den Mediums. Über 2,5 Sekunden vor Norris. Normalerweise war die Pace auf Mediums immer langsamer. Aber die Schwierigkeit hätte man auf jeden Fall doch, glaube ich, hochstellen können. Weil vor allem jetzt im Vergleich zu Vettel sind wir doch im zweiten Stint deutlich weiter vorne. Norris kommt mittlerweile auf jeden Fall doch wieder ein bisschen näher ran. Ja, mittlerweile auch der erste Gang ausgefallen, nämlich der fünfte. Also es sieht gerade überhaupt nicht gut aus. Mal schauen, wo Russell rauskommt. Russell kommt aus der Boxengasse. Wir schaffen es auf jeden Fall doch locker vor ihm. Hätte ich nicht ganz so erwartet. Sehr schön. Und dann mal schauen, ob wir es noch hier aushalten. Noch 5 Runden. Norris kommt aber immer näher. Russell fährt auf die harten Reifen. Okay, das ist auf jeden Fall gut für uns, weil damit hat er schlechtere Chancen. Also mal schauen. Komischerweise hat Norris jetzt 1 Sekunde wieder verloren. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich gab es da ein bisschen Stress mit Russell. Mittlerweile hat sich die Pace gegenüber von Norris auf jeden Fall wieder stabilisiert. Also entweder sind wir schneller geworden oder die sind langsamer geworden. Ich weiß nicht. Weil irgendwie kann das vielleicht sein, dass Russell und Norris eine Kollision hatten nach dem Boxenstopp von Russell. Weil beide sind irgendwie sehr, sehr langsam. Vor allem Russell mit den harten Reifen kommt gefühlt gar nicht mehr vom Fleck. Ist schon 2 Sekunden hinter Norris. Das sieht immer besser aus, dass wir hier das erste Podium hier bekommen. Vettel ist, glaube ich, auf Platz 6, also auch noch ganz solide. Ey, Vettel hat gerade DRS von Russell. Der muss doch da mal vorbeiziehen. Russell ist so viel langsamer. Aber Norris kommt jetzt wieder nochmal näher ran. Oh nee, fetter Quersteher hier gerade. Und gleich noch 2 Runden, die ich hier aushalten muss. Das Getriebe sieht bis jetzt noch ganz okay aus. Immer noch 82% mittlerweile schon. Aber bisher gab es zum Glück keine Probleme mehr. Der 5. Gang ist mittlerweile auch eben wieder zurück. Also mal schauen. Komm schon, bitte. Noch 2 Runden müssen wir es schaffen. Das wäre so wichtig und so krank einfach, dass wir hier ein Podium vielleicht holen. Come on, jetzt in der letzten Runde. Norris hat nochmal DRS bekommen. Das wird nochmal richtig eng, glaube ich. Vor allem auf der langen Geraden. Aber wir haben sowieso sehr viel ERS mittlerweile. Also ich hoffe, wir schaffen das einfach. Das wäre so krank. Sebastian Vettel nach wie vor leider immer noch hinter Russell. Also keine Ahnung, wie die da nie vorbeikommen können, die ganzen KI-Fahrer. Aber nach vorne schon einfach 13 Sekunden Rückstand auf Charles Leclerc. Und das ist halt echt richtig krass. Komm schon, bitte. Norris darf keinen DRS bekommen. Alter, nein, der Riesenquersteher. Ey, jetzt ist Norris so nah dran. Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, Norris zieht erstmal vorbei. Nein. Nein, jetzt ist der Frontflügel noch kaputt. Komm, bitte. Das kann nicht wahr sein, auf den letzten Metern in der letzten Runde. Norris hat DRS offen, wir haben aber noch sehr viel ERS und das ist jetzt unsere Chance. Komm schon, im Windschatten, wir saugen uns ran an Lando Norris. Ich fahre hier innen rein und jetzt hier bremsen, 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 nicht kollidieren. Norris verbremst sich und damit sind wir wieder durch. Jawohl, Alter, was ist das denn jetzt noch in der letzten Runde? Geht es hier nochmal richtig ab? Unsere Reifen sind aber komplett kaputt, unser Getriebe und unser Auto. Komm schon, hier nochmal der letzte Sektor, da darf jetzt eigentlich nichts mehr passieren normal. Normalerweise. Wir haben auch noch sehr, sehr viel ERS. Das sieht gut aus. Klar, unser Frontflügel ist kaputt. Was macht Norris? Der fährt ganz weit raus. Und das dürfte damit die Chance gewesen sein von ihm. Und damit müssen wir noch die letzten 2 Kurven überstehen. Wieder mal sehr weit draußen. Dürfte aber, glaube ich, passen. Nochmal die letzte Kurve. Wir retten uns, glaube ich, irgendwie aufs Podium. Und damit kommen wir auf Platz 3 ins Ziel. Jawohl, Freunde. Das erste Podium. 15 Punkte. Was ein geiles Rennen ist das nochmal gewesen. Vor allem zum Ende hin. Allgemein muss ich aber sagen, dass
das Ganze hat sich ja schon sehr früh entschieden in der ersten Kurve, weil ich extrem spät reingebremst bin. Aus Versehen, ich wollte gar nicht so spät reinbremsen und dadurch sind wir an Norris vorbeigezogen und am Ende einfach ein Podium mitgenommen. Ach du Scheiße. Ey, was ein krankes Rennen ist das gewesen. Allgemein das ganze Wochenende. In Qualifying 4. Vettel 5. Im Rennen auf Platz 3. Alter, einfach ein Podium, ich glaub's nicht. In der letzten Folge 5. in Suzuka, heute 3. Also wirklich, das läuft so krass mittlerweile. Nicht nur für uns, auch für das gesamte Team. Vettel wieder mal sehr viele Punkte geholt, heute 6. Davor war der, glaube ich, 8. oder 9. im letzten Rennen. Hier das Rennergebnis, Verstappen gewinnt vor Leclerc, wir 3. Dann Norris, Russell, Vettel auf Platz 6. Der Abstand wieder mal nicht allzu groß, gerade mal 6 oder 5 Sekunden vor dem Teamkollegen. Also da merkt man, der Schwierigkeitsgrad war eigentlich ganz in Ordnung. Klar hätte ich schon ein bisschen hochstellen können, so um 1-2 Punkte, dann hätte das glaube ich schon besser gepasst. Aber egal, Freunde, wir haben ein Podium mitgenommen, das ist richtig krank, einfach unglaublich. Hätte ich niemals gedacht, dass wir das in der ersten Saison schon schaffen. Ansonsten dann noch Gasly, Albon, Hamilton sogar 10. von Platz 18, sehr stark. Ausgeschieden eben Carlos Sainz, Perez auch ganz schwach auf Platz 17. Hier die Rangliste, mittlerweile 9. sehr viele Punkte heute gemacht. Jetzt eben 65 in der Fahrerwertung, ansonsten Vettel auf Platz 14 mit 30 Punkten, auch sehr stark. Und bei den Konstrukteuren damit auf Platz 7, nur noch 3 hinter McLaren und 4 hinter Haas, okay. Also Platz 5. Ist doch noch drin plötzlich. Das ist schon heftig. Also so viele Punkte mitgenommen. Wenn man sich die schnellsten Rundenzeiten so ansieht, merkt man, wir waren eigentlich schon fast gleich schnell wie Vettel. Nochmal ein paar Ressourcenpunkten und dann schaue ich mal rein, was die Forschung und Entwicklung anbelangt. Da muss ich auf jeden Fall auch mal ein paar Updates sichern für Aston Martin. Das auf jeden Fall auch. Hier die ganzen Abtriebssachen. Und damit fehlt nur noch ein einziges. Beim Chassis fehlen aber noch einige. Also das wird durchaus noch knapp, glaube ich sogar. Es sind ja nur noch 3 Rennwochenenden und dafür müssen wir eben noch 7 Updates sichern. Und ja, Freunde, also damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende von der heutigen Folge. Hier nochmal eben die Abstände ganz gering. Und weil wir eben den besten Motor haben, hat es auf jeden Fall Sinn gemacht, dass wir auch quasi zusammen mit Norris oder mit McLaren eben das beste Team heute im Mittelfeld waren bei diesem Wochenende. Ja, echt unglaubliches Rennen gewesen. Platz 3 am Ende, erstes Podium. Der größte Erfolg in der Karriere hier bisher, Freunde. Und damit war's das. Lasst gerne auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. Das Getriebe hat zum Glück ausgehalten. Das war echt schon kritisch, weil ansonsten, es hätte ja auch passieren können, dass das Getriebe eben kaputt geht. Das haben wir ja hier eben eingestellt. Das heißt, man kann theoretisch auf ganz ausscheiden. Wir hatten echt Glück heute und ja, ich werde das auf jeden Fall austauschen, weil noch ein Wochenende mit dem werde ich auf keinen Fall fahren. Es gibt sogar keine Strafe, komischerweise. Und ja, Freunde, damit war's das. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Part in Mexiko und ciao!